Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator, hier auf dem Berlin X10 Add-on mit dem MAN-Doppeldecker. Auf der Linie M29 sind wir heute unterwegs. Ganz einfach aus dem Grund, weil ihr euch das gewünscht habt. Ich dachte mir, also ihr habt euch, glaube ich, verschiedene M-Linien gewünscht. Ich weiß gar nicht, wofür steht eigentlich das M. Wie gesagt, ich bin kein Berliner. Also müsst ihr mir eventuell an der einen oder anderen Stelle nochmal helfen. Wofür steht das M? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es gibt zwei Linien, die M19 und die M29, die hier noch mitgeliefert werden. Beide werden, und das habe ich extra im Handbuch nachgeguckt, mit den Doppeldeckern befahren. Ich werde auch gucken, dass ich bei der nächsten Linie mal irgendwie ein Repaint, ein anderes nehme oder überhaupt ein Repaint hier nehme mit irgendwelchen Werbetexturen oder sowas, dass das nochmal ein bisschen hübscher aussieht. Ja, das ist so die grundsätzliche Idee und ich will natürlich auf dem Add-on alle Linien fahren, ne? Ist klar. Wir werden dann auch noch mit anderen Bussen fahren, je nach Linie. Das hängt dann davon immer ab. So, da sammelt sich hier schon einiges an Kollegen hinter uns an, aber wir wurden hier gespawnt und ich habe den Motor auch noch nicht gestartet. Das heißt, mache ich gleich alles noch. Wir haben aber noch ordentlich Zeit, vielleicht spulen wir gleich kurz vor. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich musste gerade mal kurz einen Schluck Tee trinken. Tee. Also ich trinke Tee eigentlich immer nur abends, weil man dann keinen Kaffee mehr trinken kann. Habe ich jetzt den Motor schon gestartet? Ich glaube, jetzt ist er gestartet, ne? Ja. Jetzt ist er gestartet. Das heißt, wir hauen hier mal kurz die Linie rein. Es dürfte ja dann die 029000002 sein. So. Dings sollte stimmen, drücken wir jetzt einmal und zack, und jetzt sollte es draußen stehen. Tut es, das heißt, alles richtig gemacht mit dem etwas komplizierten Ibis hier, finde ich jedenfalls, oder kompliziert deshalb, weil es ungewöhnlich ist. So, jetzt könnten wir im Prinzip schon losfahren, können wir mal vorsetzen, obwohl, können wir nicht, weil man sieht ja, ach, das ist ja witzig, das ist die S. Grunewald. Wahrscheinlich hätten wir doch irgendein Vorzeichen hier einsetzen. Wir können ja mal gucken, ob die Leute einsteigen. Ich glaube, ansonsten ist es jetzt auch kein Drama, wenn da jetzt kein M steht. Würde ich behaupten. Kann natürlich nochmal kurz schauen, ob hier irgendwo. Nee. Hier ist nicht irgendwo noch eine Tafel, wo die ganzen Sonderzeichen draufstehen, ne? Naja, soll uns nicht, würde ich sagen, lassen wir uns davon nicht irritieren. Wir schauen ja sowieso kaum da drauf. Schauen wir lieber, dass wir hier pünktlich wegkommen. Ach, ich würde sagen, wir lassen es mit dem Vorspulen, lassen wir sein, weil es wäre, das ist ja jetzt nicht nötig. Wir haben jetzt noch 3 Minuten oder sowas, dann können wir uns mal noch ein paar Sachen im Bus anschauen, was ich ja schon eigentlich in der letzten Serie, kann man so sagen, machen wollte. Ich fahre übrigens wieder mal, ja, man kann sagen blind. Also ich bin die Strecke noch nicht gefahren bis jetzt. Aber wird sich zeigen, ob das jetzt schlecht ist oder gut ist, was auch immer. So. Hier kann man natürlich die Dings ganz toll öffnen. Was wir nicht bedienen können, ist hier diesen Nothebel, glaube ich. Nothahn heißt er, glaube ich. Aber können wir auch Tickets kaufen oder sowas? Nee. Hier vorne sitzen wir dann natürlich an der Top-Position auf Klassenfahrten. Ne? Ihr erinnert euch, die Jüngeren von euch, immer wenn man mit einem Doppeldecker auf Klassenfahrt gefahren ist, dann wollte man vorne sitzen. Das waren zwar keine Linienbusse, aber Reisebusse. Ja, hier oben haben wir dann natürlich nochmal so die Sicht. Und hier unten öffnet sich jetzt gerade die Tür, weil wir das
angeschaut haben. Ja, der hinter uns, der dürfte ein bisschen was an Verspätung bekommen. Aber der könnte ja auch flexibler sein, sagen wir mal so. Aber hier ist alles voller Busse, also es ist unglaublich, wie viele Busse hier sind. Wie gesagt, ich kenne mich in Berlin auch nicht so aus. Bald bin ich wieder da, aber das dauert noch ein bisschen. Vielleicht habe ich ja bis dahin schon alle Linien durchgespielt, dann kommt es mir nicht mehr zugute. Jetzt gehe ich aber doch 2 Minuten mal vor. Aber werden wir alles sehen. So, fahren wir pünktlich ab. Warnblinker aus, genau. Jetzt glaube ich, müssen wir einfach geradeaus. So. Da vorne ist noch rot. Haben wir keine Grünphase jetzt hier erwischt? Doch. Europa Center. Ihr habt in den Kommentaren schon angemahnt, dass ich nicht zu schnell fahren soll. In der Stadt dürfte man nur 50 fahren oder so. Das ist mir natürlich bewusst. Ich habe ja meinen Führerschein schon. Ich weiß schon, wie viel man wo fahren darf oder wie schnell man wo fahren darf. Aber das ist hier insofern wichtig gewesen, als dass wir ja Verspätung aufzuholen hatten. Das war anders jetzt nun mal nicht möglich. So, dann geht's mal weiter. Wir sind noch sehr, sehr gut mit der Zeit dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das schon bald ändert. Willst du auf unsere Spur? Nee. Der gute Scania-Truck. Aber es ist so gut, dass wir hier Busspuren haben. U-Bahnhof Kurfürstendamm. So, ist ein bisschen tricky, sich hier zu konzentrieren, weil das alles so voll ist hier. Die Performance ist auch etwas problematisch hier, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, ne? Kurfürstendamm, ja. Waren wir auch schon in der letzten Serie, ich glaube in der zweiten Folge oder sowas. Hoppala. Da steigen schon die nächsten ein. Wie sieht's oben aus? Ja, es geht eigentlich noch. Hatten wir schon mal einen volleren Bus. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir uns den Bus auch mal von außen anschauen. Ja, ich finde den Bus eigentlich sehr hübsch, muss ich sagen. Nett gemacht. Aber die Map, finde ich, ist das Beste an der ganzen Map. An dem ganzen Add-on. Ist ja einfach auch eine Mammutaufgabe, so Berlin nachzustellen in einem Add-on. Ich finde auch, also, ich war ja erst skeptisch. 25 Euro für ein Add-on, das finde ich immer schon schwierig. Man muss ja bedenken, dass viele Simulationen nur 20 Euro kosten. Hier kostet allein ein Add-on schon 25 Euro. Das erfordert das Hauptspiel. Ach, was haben wir denn da hinten? Historikum, ja. Ein historischer Bus, der fährt bestimmt gleich an uns vorbei. Ich denke aber, es ist schon gerechtfertigt, wenn man sich das Ganze hier anschaut und wie cool das ist und mit extra Fahrzeugen und so. Also ich finde das schon echt gut, so. Für ein Add-on ist das schon... Und es kommen ja noch ein paar Add-ons. Jetzt kommen, glaube ich, noch dieses Jahr Wien raus. Wien 1 und 2. Ich denke mal, jetzt können wir wieder losfahren. Willst du mich wohl rauslassen? Geblinkt habe ich übrigens ordnungsgemäß. Ja, danke. Leck mich doch am... Ja, Wien 1 und 2 kommt noch als Omsi-Add-on raus und ich glaube auch noch Projekt Gladbeck. Ich weiß nicht, ob es
Also Gladbeck V2016. Ich weiß nicht, wie der offizielle Titel ist. Das bringt, glaube ich, auch noch Aerosoft raus. Halcon, weiß ich nicht, ob die auch noch ein Add-on rausbringen. Keine Ahnung, aber... Soweit erstmal. Heute ist bei mir so ein richtiger Tag, an dem ich so alles aufschiebe. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich bin so unfassbar lustlos gewesen, irgendwas zu tun. Ich habe mir eigentlich eine ganze Menge vorgenommen. Und das führt jetzt dazu, dass so der Arbeitsberg immer weiter anwächst. Es gibt jetzt richtig viel zu tun. Und das, weil sich das jetzt alles so angesammelt hat. Vielleicht sollte ich den Fahrkartenverkauf echt mal kurz aktivieren. Mache ich vielleicht mal gerade. Oder nee, mach ich dann bei der nächsten Linie. Das wird dann noch ein bisschen lustiger. Das führt dazu, dass sich das jetzt alles so ansammelt. Und, ach, das kriegen wir noch. Ja, doch, nicht mehr. Das war tatsächlich ein doofes Fahrmanöver. Gebe ich den Leuten recht. Und jetzt habe ich ein bisschen das Problem, dass ich das alles in einer Woche abarbeiten muss. Das klingt jetzt erstmal viel, das ist aber echt, das ist, also eine Woche klingt viel, das ist aber eigentlich wenig für das, was zu tun ist. Ich muss mir jetzt mal echt überlegen, wie ich das alles hinbekomme. Das sind immer so die Situationen, weil danach fahre ich in Urlaub. Danach muss ich, ja, danach ist es eigentlich schon zu spät für viele Dinge und ich muss abbiegen. Hier, Dankeschön. Ich muss... Baller. Wird er wohl anhalten? Ja. Und danach die Woche muss ich sowas ganz Mühsames machen. Das ist auch sehr zeitfressend. Also, ja, es gibt jetzt Probleme. Und dann bin ich auf Familienfeier und dann ist dies und das und jenes, ja. Also es ist wirklich viel zu machen, aber... Müssen wir mal schauen. So, auch brav geblinkt. Hoppala. Bordstein mitgenommen, das ist unangenehm. Hallo. Hallo. Was ist das denn hier für ein Bogen? Muss mir auch mal jemand erklären. Ein Kunstwerk. So, jetzt kommen wir gleich zur Bleibtreustraße. Wir sind aber echt gut im Zeitplan noch, finde ich. Ah! Ich will sofort aussteigen, ist ja unmöglich, wie sie fahren. Sag mal, was glaubst du, wer du bist, du Arschloch? Da musste ich mal kurz... jetzt habe ich die Haltestelle auch noch verpasst. Glaube ich, oder? Ach, ist doch alles scheiße, oder? Nee, ich glaube nicht. Das kann doch nicht sein, dass man sich so spontan entscheidet. Hätten wir jetzt eigentlich die Polizei rufen müssen. Und Unfall habe ich auch noch gebaut. Rufe ich aber jetzt nicht die Polizei, weil ich diesen Unfall nicht ansehe. Ich sehe nicht ein, dass ich jetzt dafür Verspätung bekommen soll, dass ich einen Unfall, den ich nicht verschuldet habe, melde. Das sehe ich nicht ein. So, jetzt steigen natürlich alle aus hier. Ist ja klar. Will sofort aussteigen. Ja, ja. So. Es dürften aber auch dann langsam alle draußen sein. Ja, da vorne ist wieder ein Falschparker. Ja, lass du mich vorbei. Dankeschön.
muss immer den Blick im Rückspiegel haben. Das ist ganz gut. Das finde ich immer gut, wenn die Standardeinstellung so ist, dass man gut den Spiegel beobachten kann, dass man dafür nicht extra zur Seite gucken muss. Das ist nämlich in manchen Freeware-Bussen manchmal ein bisschen schlecht gelöst. Boah, das ist echt... Ah, oh, jetzt auch noch hier. Unfallort entfernt, ja, ja. Das ist hier echt Präzisionsarbeit. Adenauerplatz. So, kommen Sie rein. Hallo. Wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ich spiele OMSI 2, den Omnibus-Simulator. Bis dahin sage ich Tschüss.